Moinsen und hallo Leute, willkommen bei Sex, Games and Rock'n'Roll. Das ruckelte gerade ein wenig. Lass mich mal eben korrigieren. So, Waffengruppen sind eingestellt. Herzlich willkommen Leute, schön, dass ihr am Start seid. Ich bin unterwegs im... Scheiße, das ist mir viel zu schnell schon fast. Nein, eigentlich definitiv. Aber das ist besser Übersicht. Ich bin unterwegs im Osiris. Osiris 1V an dieser Stelle. Und ich hatte schon bei der Mac-Vorstellung gesagt, das Ding wird so ein bisschen den Locust toppen. Nicht toppen, aber erreichen von der Geschwindigkeit her. Und hat hoffentlich eine bessere Übersichtlichkeit im Cockpit. Und das, verdammt nochmal, das hat er tatsächlich. Guckt euch das an. Also hier, das ist so die Übersicht, die man beim Locust sonst nur hat, wenn man reinzoomt. Und wenn man hier reinzoomt, da sieht man einfach komplett alles. Mal eben schauen, Cockpit natürlich auch schon ziemlich klein gehalten für. Ist halt nur mal ein Lightmag, ne? Geil, Panoramaglas oben. Sweet! Schöne viele bunte Knöpfe und so was. Hier ein paar Strippen. Ja, zweckmäßig gebaut, aber schon alles ordentlich verkabelt und so was, ne? Hier die Abdeckung weggelassen, aber na, was will man auch damit? Ganz ehrlich, brauchst du nicht, weil hier hast du nichts drin rumstehen im Cockpit. Oh, ich habe Cockpit-Items vergessen. Ich hätte mir einen Kaffee reinstellen können. Verdammt, nächstes Mal. So, dieser kleine Speedster auf jeden Fall hat 4 Extended Range Small Laser am Start und 3 Streak SRM-2er. Somit sind wir in der Lage, recht schnell durch die Gegnermassen zu heizen, mit unseren Small Lasern das eine oder andere Bein so ein bisschen anzubraten und zugleich, oh, da gehe ich glaube ich mal besser nicht hoch, mit Streaks den ein oder anderen Lightmag noch jagen zu können. Saddle, sagen sie. Dann gehe ich mal eben hier rüber. Ich versuche mal ein bisschen zu flankieren quasi. Oh, Kikes. Nein, 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 nein. Pew. Oh, ich kriege von hinten was rein. Oder ich bekam von hinten was rein. Streak, Action, Boom. Shit. Ja, so viel zu Lightmag Hunter. Wenn der Gegner ECM hat, dann nützen die Streaks natürlich leider nicht so viel. Nein, nein, nein. Na, und Osiris hier. Komm, kleiner Buddy. Buddy, Buddy, Buddy. Hey, Buddy, Buddy, Buddy. Und es ruckelt. Fuck. Das ist das, was man nicht gebrauchen kann, wenn man im Light hockt. Patz. Briss Streaks, Fasermacker. Wow. Ich fresse überall Laser und so was. Na, Lightmax, das ist aber auch echt so meine Krux, ne? Komme ich nicht so gut mit klar. Hier vorne der Wolfhound. Yo, Kill muss Damage stellt. Yes, Sir. Rumpfbesatzung war quasi noch da. Beinchen ab, Ärmchen ab. Also man merkt auf jeden Fall die veränderte, angepasste Peilung, wenn man einen Feindmag anvisiert. Wihi! Yes! Bye bye! Vorher war es ja, dass man das Lock-On in einem 45-Grad-Winkel noch behalten konnte. Also wenn man... Ich muss zwar eigentlich schnell wieder an die Front, aber wir bleiben jetzt einfach mal eben kurz hier stehen. Ist das jetzt unser Feind? Dann kommen wir, was weiß ich, noch so weit weg gucken. Wir haben die Peilung behalten. Das ist unser Feind. Jetzt können wir nur so weit weg gucken, können die Peilung nicht mehr behalten. ECM. Not that good. Yeah. UAV, bitch. Biatch. Komm on, komm, 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 komm. Oh shit, sie sind zu zweit. Zwei ECM-Spacken, ich renn weg. Oh shit, mein Team ist ja inzwischen da. Das habe ich gar nicht mitgekriegt. Jetzt geht das Strike da inmitten meines Teams herunter. Okay, wir laufen hier mal ein bisschen hinterher. Ja, der Kommando kann das nicht entkommen. Ja, ich weiß, es war ein bisschen riskant mit dem Stehenbleiben und sowas. Patz! Shit! Oh, Bein auf, Arm auf, Torso auf, aber der Kommando hat gleich keine Waffen mehr. Können wir die Peilung halten? Wow, hi, das war aber knapp, Buddy. Beinchen jetzt auch nochmal Damage genommen. Wo ist denn der kleine Kommando? Da ist er, wow! So ein Lacker. Ist aber auch einfach ich und Lightmax als Gefährt, als Gefeind. Es funktioniert nicht so gut. Wow, da steht ja die fucking King Crab. Scheiße, Bein ab.
No, 15 km/h nur noch. Und da. 291 Damage. Da ging der Strike noch runter, nachdem er mich gekillt hat. Das war auf jeden Fall ein sehr schöner Anblick. Aber es macht Spaß. Ganz ehrlich, ich muss zugeben, Lightmax, wie gesagt, ist ja nicht so das, womit ich gut klarkomme, theoretisch. Aber so die Geschwindigkeit mit etwas besserer Übersicht. Junge, Wolf Phoenix. 4 SM6er mit Artemis und 2 PPCs. 50 km/h. Steht da direkt erstmal vor dem NAE Later. 4 Pumpguns, 4 Machine Guns, 2 Small. Okay, das hat ihm auch nichts gebracht. Krass. Sehr geil. Ich glaube, als nächstes, bei den Osiris zumindest, werde ich den Kleinen testen, der die Kapazitäten hat, sich mit dem ein oder anderen. Na komm, Assault zu messen. So, was das um Runden dann geht. Mal ein bisschen hier rüber gucken. Na, ATM auf die Reichweite geht nicht, Kollege. T5 Frag. T5 Frag oder was? Those who fear tomorrow. Uber Dahong. Da Uber. Was? Uber der Noob? Kann man auch machen. Oh, fein. Das hat mir gut gefallen. Kill muss Damage stellt durch den Wolfhound. Den Raven mitgenommen. Den Kommando zumindest gut beschäftigt. Ich glaube, ich werde jetzt in nächster Zeit mal wieder ein bisschen mehr Lightmax fahren. Das Ganze ein bisschen üben, weil. Ah, fand ich schon dezent geil. Muss ich ganz ehrlich zugeben. Die Geschwindigkeit, ich bin normalerweise Assault-Pilot. Das Ding läuft mehr als dreimal so schnell wie das, was ich für gewöhnlich fahre. Aber ich bin gerade echt begeistert. Also ein richtig guter Light-Pilot hätte natürlich mehr aus der Kiste rausholen können, aber der Bild funktioniert, wie ihr seht, sehr gut. Man muss sich natürlich anpassen können. Man muss schnell genug zielen können entsprechend. Ich glaube, ich werde auch von den Extended Range Small Lasern auf normale Small Laser wechseln, weil die den natürlich noch eine geringere Strahldauer haben. Die Entfernung, die Reichweite, die die Dinger haben, haben jetzt gar nicht so den großen Vorteil geboten. Wenn wir hier mal gucken, 200 Meter optimale Reichweite, wir waren so oft eigentlich fast die ganze Zeit in Nahkampfreichweite. Und wenn wir uns die Small Laser angucken, 150 Meter optimale Reichweite, da können wir auf Extended Range getrost pfeifen, normale Small Laser einbauen und unsere Hitzeeffizienz zugleich nochmal ein bisschen steigern. Ein super geiles Teil, ganz ehrlich, ich bin schwer begeistert. So behalte ich den, so würde ich ihn euch empfehlen. Ärmchen, linker Seitentorso, Small Laser vollstopfen, da wo es geht, die Streaks rein. In Kopf eine Tonne Streak Ammo und ins linke Beinchen noch eine halbe Tonne. Es ist halt schwierig zu sagen, wo man die gut reinstopfen könnte, die halbe Tonne. Ich muss nochmal gucken, wo das als erstes verbraucht wird. Wenn es entweder der linke oder der rechte Arm ist, wo als erstes die Munition verbraucht wird, dann kann man da die halbe Tonne Streak Munition reinpacken. 50 Schuss bei 6 Raketen pro Abdrücken, das ist hier nicht 10. 8 Mal abdrücken, dann hat man das durch. Also von daher, da kriegt man wohl schnell genug weg, dass man keine große Munitionsexplosion befürchten muss. Ich würde es allerdings dann, glaube ich, in den Arm packen. Wenn es explodiert, Streaks weg, Laser weg. Obwohl, nee, besser der Arm. Der rechte Arm. Ah, oh nein, ist eigentlich egal, weil Seitentorso geht mit Flöten und Puff. Wenn, oh, das ist schwierig. Ich muss nochmal drüber nachdenken. Vielleicht auch in Center. Ist am besten gepanzert. Ihr könnt ja mal in die Comments hauen, was ihr da so empfehlen würdet. Zur Skillung. Ich habe hier das, weil es möglich war, ich mag das ja sehr, bei Auxi nicht nur den einen Zusatzslot genommen, sondern die Strikes entsprechend verbessert. Hier, dass die 30% mehr Kugeln runterjagen und dass die Dauer des Strikes um 30% erhöht ist. Also, dass die 30% länger einschlagen, die Kugeln. Was natürlich schon mal sehr geil ist. Dann hier Expanded Reserves. Bedeutet, dass man einen weiteren Strike mitnehmen kann. Deshalb der weitere Consumable-Slot, dass man 2 Strikes und eine UAV mit sich nehmen kann. Und Enhanced Spotting reduziert die Streuung des Strikes um 20%. Sehr empfehlenswert. Dann Mobility, hier Standard, Geschwindigkeit, Survival, Standard, Panzerung. Und bei Firepower alles mitgenommen, was sich irgendwie auf die Laser bezieht. Und alles mitgenommen, was sich auf die Raketen bezieht. Und ansonsten auf Heat Generation und Cooldown gegangen. Weil das MR drumherum einfach sehr nützlich ist. Und jetzt, Leute, besten Dank fürs Zugucken. Ich wünsche euch einen unfassbar traumhaften Tag. Bis zum nächsten Mal.